Also ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem neunten Corona-Training per Video. Ja, also ihr habt jetzt schon 9 Trainings, ihr könnt euch mal die ersten Mal durchmachen, wenn ihr mal Langeweile habt jetzt in den Wochen. Für die Fallschüler und Rangelraubenschüler der Judoschule. Letzte Woche haben wir die Heilgriffe gemacht für die Rangelraufen und auch die Fallschüler konnten ja da schon mitmachen. Dann haben wir das Fallen rückwärts, Fallen vorwärts gemacht. Und wir haben uns ein bisschen aufgewärmt mit kleinen Wurfbällen. Heute braucht ihr, und jetzt warte ich ein bisschen, ihr müsst nämlich heute viel holen. Ihr braucht Nummer 1, irgendein Hocker oder irgendein Gegenstand, wo ihr drauf sitzen könnt. Das sollte keine Lehne haben. Also sowas wie hier, so ein Hocker, sowas braucht ihr. Ihr braucht eure Wurfpuppe und ihr braucht sowas ähnliches. Ihr braucht 5 Schuhe oder 5 Flaschen oder 5 Handtücher, so kleine Handtücher oder irgendwas, wo ihr was markieren könnt auf dem Boden, wo ihr auf den Boden legen könnt. Und zum Schluss noch braucht ihr 4 so Zettel, wo ihr die Zahlen 1, 2, 3 und 4 draufschreibt. Also ihr braucht ganz schön viel. Ja? Ich warte ein bisschen, bis ihr es habt. Also ihr braucht erstmal Zettel mit 1, 2, 3, 4. Ihr braucht irgendwas wie Flaschen, Schuhe, keine Ahnung. Könnt auch Stifte nehmen oder einfach nur Zettel, wo ihr hinlegen könnt. Ihr könnt einfach nur die Zettel hinlegen, könnt ihr auch machen. Irgendwas braucht ihr, wo ihr Markierungen auf dem Boden machen könnt. Ihr braucht eure Wurfpuppe und ihr braucht einen Hocker. Und natürlich eine Decke. So, Wurfpuppe auch hier. Also. Habt ihr langsam alles? Sonst Aufgaben heute sind ein bisschen Sprint- oder Schnelligkeitsaufgaben, wo ihr aber auch ein bisschen mitdenken müsst. Das heißt, ihr legt eure Markierungen, die ihr habt, legt ihr entweder, je nachdem, wie viel Platz ihr daheim habt, vor euch in einem Fächer hin. Fächer heißt so, vielleicht so halbrund. Zeig's mal so ein bisschen. Ich lege hier eine hin. Ich lege da eine hin. Ich leg da einen hin, das sind 4. Und eine legt ihr so weit wie möglich nach hinten. Oder wir können es auch in einem Viereck legen, was eigentlich am besten wäre. Das heißt, wenn ihr eins in die Mitte legt, wie so ein Würfel, wie die 5 auf einem Würfel. Das heißt, eins in der Mitte, da rechts und links. Und so, dass ihr mindestens 3 Schritte immer zu den Dingern hinmachen müsst. Ja? Also 3 Schritte. Solltet ihr schon hinmachen, so könnt ihr es auch hinlegen. Also entweder vor euch, wenn ihr zu wenig Platz habt, wenn ihr jetzt ein ganzes Zimmer habt, mit ein bisschen mehr Platz, könnt ihr das so in einem Viereck bzw. in einem 5 hinlegen. So, ihr lasst es mal so. Wenn ihr das habt, legt ihr die Zettel mit dahin. Das ist die Nummer 1. Das ist die Nummer 2. Da ist die Nummer 3 und hier drüben ist die Nummer 4. So, das hier ist sozusagen meine Heimat, mein Haus, das hier in der Mitte drin. Ja. Okay, wir machen es am Anfang mal ein bisschen einfach. Wenn ich sage euch immer eine Zahl. Ja, wir machen es nur mit Rennen erstmal. Ich sage euch eine Zahl, ihr rennt zu der Zahl hin, berührt da den Boden, rennt zurück, berührt euer Haus, dann seid die zweite Zahl, dann rennt ihr zur nächsten Zahl. Berührt den Boden, berührt das Haus wieder. Kommt wieder, seid die nächste Zahl. Das müsst ihr so schnell wie möglich machen. Ja? Also ich kann nicht sagen, 1, dann musst du dahin, wenn ich 3 sage, müsst ihr da berühren, müsst ihr 3 berühren, so müsst ihr hin und her. Das jetzt immer im Rennen. Ja? Und das Ganze macht ihr jetzt am Anfang eine Minute lang. Achtung, ich stelle es kurz ein. Seid ihr bereit?
Fertig. Und eins. Vier. Zwei. Drei. Nochmal die drei. Und die eins. Vier. Drei. Zwei. Halbzeit. Drei. Oh, war verfalscht. Da ist hier. Eins. Vier. Zwei. Eins. Vier. 15 Sekunden noch. Die drei. Zwei. Vier. Eins. Und stopp. Gut. So, wir können natürlich auch was zum Trinken mitholen. Können was trinken. So, habt ihr gut gemacht. Als nächstes müsst ihr auf einem Fuß springen. Und das mal. Das heißt, sucht euren Fuß aus und springt immer zu den Zahlen. Geht leider nicht. Ihr habt leider ein bisschen Aua am Fuß. Muss da noch ein bisschen aufpassen. Ich mache 30 Sekunden nur. Seid ihr bereit? Fertig und zu eins. Zu drei. Zu zwei. Zu vier. Schön auf einen Fuß springen immer. Und dann wieder zurück. Zu eins. Und zu drei. Und stopp. Gut, kurz Luft holen. Bein wechseln. Fertig. Und wir fangen bei den zwei an. Los geht's. Und die drei. Und die eins. Und nochmal die eins. Die vier. Und ab durch zu zwei. Und zurück. Gut und stopp. Sehr gut gemacht. Ja. Ich hoffe, ihr habt das alles durchgehalten. So. Dann auf alle Viere. Und ihr krabbelt auf allen Vieren. Wenn ihr jetzt keine langen Hosen anhabt, sondern kurze Hosen, dann macht ihr Hände, Füße. Wenn ihr kurze Hosen an, wenn ihr lange Hosen anhabt, macht ihr Knie, Hände. Also so. Okay. Es dauert jetzt ein bisschen länger, weil ihr immer umdrehen müsst und zurückgehen müsst. Zu eurer Heimat hier. Eine Minute wieder. Und zu eins. Zu vier. Zu zwei. Zu eins. Zu drei. Zu drei. Zu vier. Zu zwei. Zu zwei. Zu drei. Und die letzte Sekunde, noch 15 Sekunden zu vier. Zu eins. Zu eins. Zu vier. Und stopp. Sehr gut. So, wir stehen wieder auf. Und jetzt springen wir mit beiden Füßen, als wenn die Beine zusammengebunden sind. So. Und immer rückwärts zurück zur Mitte, wo eure Heimat ist, und dann zum nächsten Ding. Vielleicht müsst ihr euch drehen.
Da springen. Versucht immer rückwärts zurückspringen zur Heimat. Vorwärts hin, rückwärts zurück. Okay? Und los geht's. Die zwei. Die drei. Nochmal die drei. Und zur eins. Zu vier. Nochmal zu eins. Zu zwei. Zu eins. Zu drei. Zu drei. Zu eins. Und stopp. Gut. So, jetzt müsst ihr immer einen Purzelbaum zu den Zahlen hin machen und zurück dann schnell zum Mittelpunkt kommen. Also wenn ihr hier seid, ich hoffe, das geht auf eurem Boden. Ja? Wenn ihr jetzt natürlich einen Stein und einen harten Holzboden habt, probiert es mal. Wenn es weh tut, dann pausiert ihr jetzt mal kurz bei der Übung. Aber ansonsten hier kurz runtergehen, eine Rolle, zack, zurück. Dann kommt die nächste Übung, eine Rolle, berühren, zack, zurück. Okay? Für mich sind das ein bisschen zu kurze Abstände. Ich brauche ein bisschen größere Abstände. Aber ich denke mal, bei eurer Größe wird das gehen. So, fertig. Und zu drei. Zu vier. Zu zwei. Zu zwei. Zu eins. Zu vier. Zu eins. Und stopp. Wir haben noch eine halbe Minute gemacht. Denn jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Für die Fallschüler, die sind ja ein bisschen jünger, kann es natürlich schwer sein jetzt, was wir machen. Für die Rang-und-Rauf-Kinder, die zum Teil schon in der ersten Klasse sind, muss das eigentlich machbar sein. So, jetzt zeige ich euch immer Zehnerzahlen. Ich sage zum Beispiel eine 12. Eine 12 wird geschrieben wie eine 1 und eine 2. Dann müsst ihr zuerst zur 1 rennen, zurück und dann zur 2 rennen. Ja? Wenn ich sage 31, das ist eine 3 und eine 1. Dann müsst ihr zuerst zu 3 rennen und zur 1 rennen. Ich mache es für die Fallschüler ein bisschen einfach. Ich nehme meine Tafel. Ich hoffe, ihr seht es. Wir probieren das mal, ob ihr das seht. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich die Tafel hier habe. So. Und ich schreibe die Zahlen immer drauf. Okay? Und dann müsst ihr zweimal hintereinander rennen. Ich brauche meine Uhr. Seid ihr bereit? Also, auf die Plätze, fertig, los. Jetzt ist eine 13, eine 1 und eine 3. Und los, zur 13, 1 und 3. Das zweite ist eine 41, zuerst zu 4 und dann zu 1. 41, los geht's. Dann kommt die 11. Zweimal zu 1. Und die 34. Einmal zu 3 und dann zu 4. Noch ein bisschen näher rein. Die 23. Zählst du 2 und dann zu 3. Noch 10 Sekunden. Komm, durchhalten.
Dann die 33, zweimal zu 3. Und stopp. Gut. Ich glaube, das war schon ein bisschen schwieriger für manche von euch. So, jetzt zum Schluss. Noch, machen wir es noch schwieriger. Man ist wieder eine Minute. Jetzt müsst ihr zu der Zahl hinrennen, euch auf den Bauch legen, hoch und zurück zur Mitte. Ich sage wieder Einserzahl, also keine Zehnerzahl, sondern ich sage wieder Einserzahl. Also hin zu der Zahl, auf den Bauch legen dann, an der Zahl, zack, wieder hochkommen und zurück zur Mitte. Und dann gleich zur nächsten Zahl. So, seid ihr bereit? Und los, zu drei. Und ich mache es auch ein bisschen schneller. Schnell zurück. Und zu 4. Zu 1. Zu 2. Zu 1. Zu 3. Zu 4. Zu 4. Zu 1. Zu 4. Zu 2. Zu 3. Zu 2. Zu 1. Zu 1. Zu 3. Zu 3. Zu 4. 4. 2. 1. 3. 4. Und noch die 12. Einmal zu 1 und einmal schnell zu 2. Und stopp. Gut. So. Dann sind wir durch. So, dann sind wir durch. Ihr könnt das zusammenräumen, könnt natürlich dann was trinken. Das machen wir noch im Training ein paar Mal. Dass ihr schnell werdet und euch schnell drehen könnt. Als nächstes machen wir noch ein bisschen, ganz kurz, nicht so lange wie letztes Mal, machen wir ein bisschen Krafttraining. Für das Fallen, dass ihr ein bisschen stabil werdet. Wir machen es immer nach der Zeit. So, und zwar jede Übung machen wir 30 Sekunden lang. Stell das schnell ein auf der Uhr. Und wir starten mit dem Kopf hoch. Wir starten oben und gehen vom Kopf zu den Beinen nachher runter. Okay? Und alle auf den Rücken liegen. Und Zeit läuft, Kopf hoch. Schön zu halten. Schaut noch im Bildschirm rein, genau. Schön den Kopf oben halten. Ja, nicht runtergehen, dass ihr stark seid, den Kopf halten könnt, wenn ihr nachher rückwärts fallt. Als nächstes setzen wir uns hin. Und wir stützen uns hinten ab und heben den Popo nach oben. Kopf geht zur Decke. Jetzt braucht ihr nicht in den Bildschirm zu schauen, dass ihr ganz gerade seid, wie so ein schräg stehendes Brett. Fertig und los geht's. Schön hoch, gerade bleiben, Beine lang. Nicht die Beine anziehen oder Fußsohlen aufsetzen, sondern schön hoch mit dem Popo, ganz gerade, nicht absetzen. Oben bleiben, bis die Uhr bimmelt. Wir machen das Schiffchen. Das heißt, nehmen die Hände in den Kopf, Beine lang und wir wippen hier. Ja, wer das nicht hinkriegt,
Der bleibt so liegen und hält sich so. Hier ist die Schiffsspitze, da ist das Heck, das Ende des Schiffs. Und euch so halten, auch da nur zur Decke schauen. Oder ihr macht so, dass ihr so in den Bildschirm schaut. Und euch so halten. Wer kann, der wippt natürlich. Und ab geht's. Letzte Übung. Wir machen dasselbe auf dem Bauch. Das heißt, wir legen uns hier auf den Bauch. Hier ist die Schiffsspitze, hier ist das Heck und wir wippen auf den Bauch. Nicht die Arme ranziehen, sondern die Arme schön lang machen. Arme und Beine bleiben immer in der Luft. Die gehen nicht nach unten. Die bleiben immer in der Luft. Also nicht so machen, sondern so und richtig schön in die Wellen reiten. Mit eurem Schiff. Fertig. Und los geht's. Wenn jemand kann, hält sich einfach oben. Bleibt auf dem Bauch dann liegen. Gut, stehen wir auf und zum Schluss noch, das kann ich nicht so gut, das heißt, wir machen eine Pause, wir machen die Hockstrecksprünge, das heißt, wir gehen die Hocke runter, ganz tief mit dem Popo, fast auf den Boden, ganzer Fuß auf den Boden lassen, dann springen wir hoch, Hände zur Decke und gehen wieder runter, okay, und los geht's. Und denkt dann ganz rund um den Popo. Mami, zieh meine Jacke aus. Ganz rund um den Popo gehen. Fast den Boden berühren. Und auch ganz hoch. Versucht mit euren Händen die Decke zu berühren, wenn ihr hochspringt. Ganz lang machen. Gut. Sehr gut. Kurz was trinken. So, dann dürft ihr mal eure Decke oder eure Matratze holen. Kommen dann zum Fallen. So, ich stelle kurz die Uhr an. Gut. Ich zeige mal das Rückwärtsfallen vor. Ich weiß, man sagt, schon wieder. Ja, aber denkt dran. Ihr müsst locker mal zwischen 1200 und 1500 Mal gefallen sein, dass ihr das immer könnt. Und ich weiß ja, wie ihr das hier im Training macht, dass manche von euch immer noch mit eurem Kopf so nach hinten knallt, dass ihr dann nicht stark genug seid, wenn ihr rückwärts fallt, mit dem Kopf auf den Boden knallt. Deshalb hier nochmal, dass so oft wie möglich mal den Kopf schön oben halten, tief in die Hocke gehen, Arme sind vorne, ab nach hinten, Beine strecken. Und neben dem Popo mit langen Armen auf die Matte schlagen oder auf eure Decke schlagen. Viele von euch machen da immer so. Ja, auch nicht gut. Habe ich letzte Woche ja schon erklärt und erkläre ich in jedem Training. Ellbogen haben keine Kissen, keine Muskeln sind da drüber. Wenn ihr damit auf den Asphalt knallt und bei euch im Schulhof hinfallt oder sowas, kann das ganz böse Verletzungen geben. Das seid Arme lang, flache Hand auf dem Boden. Okay, eine Minute lang. Ich zeige es immer vor langsam.
die das schon können, machen das so schnell wie möglich. Zeit läuft schon. Ihr könnt schon loslegen. Ich zeige es von jeder Richtung vor, damit ihr es seht. Vielleicht haben wir auch neue Gäste dabei, die das auch probieren wollen. Also Kopf immer runter, tief in die Hocke gehen, Beine strecken. Das Gewicht der Beine hilft euch ein bisschen, den Kopf um, den Kopf besser oben zu halten, neben dem Popo auf die Matte hauen. Und auch kurz liegen bleiben, dass ihr eure Muskeln anspannen müsst. Ja, das ist wie ein bisschen Krafttraining, ganz leichtes, lockeres Krafttraining. Ihr seht also die Schiffchenposition, ja, die ihr da habt. Außer, dass die Hände halt vorne sind. Und schon weitermachen. Gut, und stopp. Okay. Bevor wir zur Mutprobe kommen, machen wir die Judo-Rolle vorwärts nochmal. Schritt nach vorne. Also ihr tretet auf eure Matte oder auf eure Decke mit einem Fuß. Mit der anderen Hand baut ihr eine Stütze. Ihr will euch abstützen, wenn ihr nach vorne fallt. Mit einer Hand nur die Stütze. Mit dem anderen baut ihr das Rad. Ihr schaut nach hinten. Ihr schaut hier die rote Wand an und rollt nach vorne. Und die Stütze ist die erste, die auf dem Boden ist. Mit der schlagt ihr ab. Steht auf, sodass ihr gleich weiterkämpfen könnt oder sodass ihr gleich weiter rennen könnt, wenn euch eine in die Herren. Ja? Also, Schritt vor, Stütze, Rad, Rolle. Und stehen. Ich zeige es auch von rückwärts. Schritt vor, Stütze, Rad, Rolle. Und stehen. Wer das schon kann, macht es beidseitig. Ja? Ihr müsst bei mir sowieso alles beidseitig können. Dann macht mal das andere Bein auf eure Matte oder Matratze oder Decke. Stütze mit der anderen Hand, Rad, andere Hand. Abdrücken nach vorne. Und stehen. Ihr merkt schon, wenn ihr vielleicht auf euren harten Boden schlagt. Ja? Ihr könnt loslegen. Zeit läuft. Eine Minute. Wenn ihr auf den harten Boden schlagt bei euch, das ist ein bisschen fitz, das ist wahrscheinlich ein bisschen fitz zu an der Hand. Ja, also ist auf der Straße, aber lieber tut es hier ein bisschen weh, als dass ihr euch irgendwas brecht. Ja. Ich zeige es nochmal. Schritt vor, Stütze, Rad, Rollen stehen. Halbzeit, noch 30 Sekunden. Zeig es mal zur anderen Seite. Auf die Matte. Stütze, Rad. Rollen stehen. Noch 10 Sekunden. Komm, das schafft ihr zweimal mindestens. Gut, und stopp. So, jetzt kommen wir zur Mutprobe. Jetzt braucht ihr einen Hocker. Ah, ich zeige es mal von der Seite. Ich habe noch so ein Brettchen hier, weil sonst würde hier die Dinge die Matten kaputt machen. Deshalb habe ich so ein Brettchen. Das braucht ihr nicht. Ich denke mal, ich gehe nichts kaputt, wenn ihr den Hocker hinstellt. So, ich stelle den Hocker so hin, vor eure Mattedecke oder Matratze. Setzt euch drauf. So. Und dann wippt ihr nach hinten. Upp. Seht ihr, wie es da hochgeht? Upp. Und dann falle ich nach hinten. Kopf mal schon runter. Ich drücke mich gleich. Deshalb sollt ihr keine Lehne dran haben. Ja, sonst kann es sein, wenn ihr auf die Lehne draufhalten, stützt einen Hocker mit Lehne habt, kann es euch ein bisschen wehtun. Deshalb ein ohne Lehne, Kopf runter und nach hinten kippen und abschlagen. Ja. Nochmal.
So eine richtige Mutprobe kann euch auch passieren. Wo kann euch das passieren? Genau, und bei was? In der Schule? Wenn ihr in der Schule seid, im Kindergarten, ihr sitzt auf eurem Stuhl und jetzt fangt ihr an so zu wippen. Ja, so vor, zurück und ihr haltet euch so am Tisch fest, da grinst. Habe ich früher in der Schule gemacht, ja. Dann habe ich aber einen blöden Nachbar gehabt und der hat mir einfach den Stuhlerhuden weggezogen. Und da habe ich auch nach hinten geknallt. Also hat mir nicht viel ausgemacht, außer dass Lene ein bisschen blauen Fleck gemacht hat, aber Kopf war heil. Ja. Deshalb nochmal, ihr kippt so nach hinten. Ja, könnt den Hocker so nach hinten kippen. Kopf ist unten. Kippen, kippen, kippen. Bam. Ja? Kopf oben halt nicht hier, Bomber. Kopf oben halt. Okay? So, jetzt stellt ihr die Uhrzeit ein. Eine Minute jetzt. Müsst ihr richtig mutig sein. Mach's mal von vorne. Also ihr braucht kein so ein Brett. Ja, das Brett habe ich nur für die Matten nochmal. So. Drauf sitzen. Jetzt wackel ich hier. Hopp. Hopp. Bam. Ja. Okay. Normalerweise würdet ihr das jetzt hier im Training machen. Wenn ihr hier wärt. Aber leider dürft ihr ja nicht kommen. Und kommt noch zweimal, schafft ihr es von der Zeit her. Drauf sitzen und nach hinten fallen. Jawohl. Sehr gut, gleich sind wir durch. Okay, und stopp. Gut. Habt ihr gut gemacht. Das war die Mutprobe. Wir machen heute nur eine Mutprobe für das Rückwärtsfallen, nicht für die Rolle vorwärts. Ja. So, weil ich möchte heute mit euch nochmal ein bisschen mehr kämpfen, beziehungsweise ein bisschen mehr Judomatten heute. Wir haben letztes Mal die Haltegriffe gemacht. Und da will ich wieder hin. Ich will die Haltegriffe, diese vier Haltegriffe, die ihr mit eurer Puppe gemacht habt, möchte ich nochmal wiederholen. Ihr könnt auch einen Rucksack nehmen, ja, erinnert euch dran. Ihr könnt auch eine Sporttasche nehmen. Geht genauso. Ihr braucht keine Puppe für das, was wir im Boden machen. Das geht genauso mit einer Tasche oder mit einem Rucksack geht es auch. Ja. Eine Puppe wäre natürlich top, wenn ihr euch die baut. Dann könnt ihr nämlich auch so immer wieder das, was wir im Training machen, daheim auch üben. Ja. Könnt ihr immer wieder ein bisschen mal den Wurf üben, den wir machen, oder mal den Haltegriff üben, so wie eine Hausaufgabe oder so wie wenn ihr daheim nochmal extra lernt für die Schule. So könnt ihr es da auch üben. Und ihr könnt vor allem mit euch auch kämpfen. Ja, zwar nicht so richtig toll, wie mit dem richtigen Partner, aber ihr könnt damit auch kämpfen. Wenn ihr einen Partner, eine Schwester, einen Bruder oder vielleicht Papa, Mama mitmacht, könnt ihr das natürlich auch mit Papa, Mama machen. Logisch, braucht da keine Puppe dafür. Ist ja auch erlaubt, immer noch ist erlaubt, Gott sei Dank, dass ihr noch mit einem Freund zusammen was macht. Okay, wir starten mit dem ersten Heiligriff. Das war unser... Wie hieß der nochmal? Fernsehhaltegriff, genau. Nehmt die Fernsehposition hier ein, so wie ich jetzt so in den Bildschirm hier reinschaue. Ja, hallo, hallo. So, jetzt nehmt die Hand weg vom Kopf und die schiebt ihr unter den Arm drunter. So. Wir haben letztes Mal gemacht, unseren Kopf. Ihr könnt beides machen, wie ihr wollt. Ihr könnt von eurem Kopf an seinen Kopf gehen. Das sind beides dieselben Haltegriffe, nur dass ihr hier unterm Arm seid. Geht ganz genauso. Ja? Es gibt ganz viele verschiedene Haltegriffe, aber die Position hier ist immer dieselbe. Also so, unter dem Kopf oder unter dem Arm, wie ihr wollt. Da festhalten. Jetzt habt ihr noch eine Hand, mit der ihr winken könnt. Da holt ihr euch den Arm und steckt ihn hier und die Achsel drunter. So, und klemmt den Arm richtig fest ein. Jetzt müsst ihr hier, damit er sich nicht so gut befreien kann, oberes Bein hoch und nach hinten. Das sieht von oben aus, als wenn ihr laufen würdet. Und den Kopf nach unten, damit ihr es richtig schwer macht. Ja, das ist der Fernsehhaltegriff. Von dem Fernsehhaltegriff
gehe mir dann den Reiterhaltegriff. Das heißt, ich lasse Hände so, die verändern sich nicht. Auch wenn ihr unterm Arm seid, braucht ihr euch da nicht verändern. Und dann sitzt ihr euch auf euren Partner drauf, als wenn ihr auf einem Pferd sitzt. Aber ihr liegt drauf, richtig, mit der Brust nach unten, Brust auf Brust liegen. Das habe ich euch letztes Mal, glaube ich, gesagt. Ihr müsst immer Brust auf Brust liegen, weil ihr da am schwersten seid. Und ihr drückt mit eurer Brust aus seiner Brust noch die Luft raus. Ja, und die Beine hinten, die verschränkt ihr unter seinen. Ich drehe mich gleich um, dann seht ihr das alles nochmal. So. Das war der Reiterhaltegriff. Ich zeige es mal jetzt von der Seite. Fernsehhaltegriff. Hand weg von eurem Kopf unter seinen Kopf oder unter seinem Arm, wie ihr wollt, wie ihr gerade liegt. Freie Hand einklemmen. Oberes Bein nach hinten, als wenn ihr lauft. Seht ihr das? Sieht aus, als ob ich jetzt renne. Und Kopf nach unten. Und wichtig ist das obere Bein nach hinten. Könnt ihr euch besser abstützen. Wer sich befreien möchte, kann ich hier eine bessere Stütze machen. So, dann bleibe ich so. Und dann gehe ich zum Reiterhaltegriff. Die Hände bleiben gleich unterm Kopf, am Arm. Drauf. Jetzt mache ich meine Beine so unter seine Beine drunter. Kopf nach unten wieder. Und so festhalten. Diese zwei Haltegriffe immer hin und her machen. Einmal Fernsehen, einmal Reiter, einmal Fernsehen, einmal Reiter, einmal Fernsehen, einmal Reiter. Bis die Uhr bimmelt, eine Minute lang. Und los geht's. Start mit Fernsehen. Und geht zum Reiter. Geht ihr zurück zum Fernsehen und geht wieder zum Reiter. Geht zurück zum Fernsehen. Diese vier Haltegriffe müsst ihr übrigens, wenn ihr den Gelbgurt macht, ist der zweite Gürtel, wenn ihr den Gelbgurt macht, alle vier vorzeigen. Ja? Seit ihr jetzt schon könnt, ist es super. Ja? Dann können wir schon ganz schön viel nehmen. So, Zeit ist gleich rum. Macht nochmal den Reiterhaltegriff. Gut. So, jetzt bleiben wir beim Reiter und gehen vom Reiter in den dritten Haltegriff. Das war der Kreuzhaltegriff, wo hier drauf liegt wie ein Kreuz. Das heißt, ich bewege mich hier zur Seite, liege Brust auf Brust. Und halt einfach seinen Arm hier fest. Oder ich greife zwischen seine Beine. Halt hier den Arm fest. Wie ihr wollt. Wir haben aber so gemacht. Also das ist alles der Kreuzhaltegriff. Den einfachsten für euch ist, ihr lasst jetzt den Kopf los, geht hier hin, umarmt den Arm wie ein Teddy, den ihr ganz doll lieb habt. Kopf nach unten. Ja? Also zurück zum Reiterhaltegriff. Geht zur Seite. Jetzt könnt ihr verschiedene Sachen machen, was ich euch empfehle. Da ist auch der Haltegriff für den ersten Gürtel, für den Gelb-Weiß-Gürtel. Kopf loslassen. Arm umarmen wie ein Teddy, den ihr ganz doll lieb habt. Kopf runter. Und denkt immer dran, Brust auf Brust legen. Okay, dann wieder zurück zum Reiterhaltegriff. Und wieder zum Kreuzhaltegriff. Okay, immer hin und her, die Zeit läuft, eine Minute lang. Mach wieder Reiterhaltegriff. Und Kreuzhaltegriff. Wenn ihr mal kämpft, wie gesagt, könnt ihr auch im Kopf bleiben, könnt ihr die Beine festhalten, ja, könnt den Arm hier irgendwie festhalten. Ist alles Kreuzhaltegriff. Ja? Aber das ist jetzt der, den ihr üben solltet. Der wäre super, weil den macht ihr nämlich auch dann bei der Gelb-Weiß-Prüfung. Immer zurück zum Reiterhaltegriff.
und zack zum Kreuzhaltegriff. Und weiter. Und nochmal Kreuz. Gut. So, letzter Haltegriff. Letzter Haltegriff ist der Kopfhaltegriff. Kopfhaltegriff, weil ihr vom Kopf kommt. Oder zum Kopf hochkriegt. So, ihr habt den Kreuzhaltegriff jetzt hier. Jetzt krabbelt ihr hoch zum Kopf. Und eine Hand habt ihr eigentlich schon unter dem Arm. Wenn nicht, dann nehmt eure Hände auf den Boden und schiebt sie unter die Arme eures Partners durch, fasst in seine Hose und haltet ihn fest. Und da müsst ihr mit eurem Ohr Herz abhören. Ich sage oft, das ist der Herzklopfhaltegriff. Ich gucke, ob sein Herz noch schlägt. Ja, Herz drauf und hören, das bummert noch. Sehr gut erlebt. Also Kreuzhaltegriff. Kopf- oder Herzhaltegriff. Ja. Schön den Kopf auf die Brust und hört die Herztöne. Der Kreuzhaltegriff. Und zum Kopf. Okay, das ist im Herrchen, der mal letzte Minute und los geht's. Dann machen wir eine Befreiung dazu. Zeig's nochmal vor. Also, Herz- oder Kopfhaltegriff hier. Schön drauflegen. Und Kreuzhaltegriff. Brust auf Brust wie ein Kreuz. Arme hier unten verschränken. Und festhalten. Dann wieder hoch zum Kopf. Hände unter den Armen durch. Ohr auf die Brust. Guckt immer so ein bisschen. Ich gucke immer im Bildschirm rein. Ja, ich muss eigentlich vom Bildschirm weggucken. Immer auf die Seite den Kopf hinmachen, wo ihr auch liegt. Ich lege ja nicht so auf den Kopf drauf. Das dürft ihr nicht machen. Sonst erstickt er natürlich. Ja, sondern liegt so neben dem Kopf. Ihr seht, der Kopf ist hier unten raus. Ja. Gut. Und stopp. So, ich glaube, zum Ende von letzter Woche haben wir noch eine Befreiung gemacht, war das Baumstammrollen. Das möchte ich euch nochmal zeigen. Und da möchte ich euch eine zweite Art von einer Befreiung aus einem Haltegriff zeigen. Das wäre die Wippe heute. Also erstmal Baumstammrollen. Das Baumstammrollen kann ich euch am besten zeigen, wenn wir den Reiterhaltegriff machen. Ja, mit dem Kopf geht es auch, aber Reiterhaltegriff ist mal so am besten. Das heißt, ihr werdet jetzt von einem Partner festgehalten. So, ja, der liegt jetzt auf mir drauf. Die Beine sind breit von ihm. Okay, legen jetzt mal hier so, das andere Bein geht da drüben runter. So, liegt so auf mir drauf. Hat meinen Kopf hier fest. Ja, und jetzt hier hat er meinen Arm eingespannt. So liegt er drauf. Ich muss es so umarmen können, um seine Brust rum, dann habt ihr ihn richtig. Ja? So, was ihr machen müsst, ihr müsst seine Beine erstmal zwischen eure Beine kriegen. So, dann klammert ihr ihn mal. Und jetzt, seht ihr zum Beispiel, hier sind die Arme als Stütze. Ja? Ihr müsst jetzt gucken, dass er eine Stütze wegmacht. Wenn er den Arm und den Kopf hat, zum Beispiel wie jetzt hier, hat er auf der Seite schon keine Stütze. Jetzt kann ich ihn einfach nehmen und kippe ihn so zur Seite, wie ein Baumstammrollen. Ich mache mich auch dabei lang mit meinen Beinen auf. Zack, lang. Und jetzt drehen wir zu zweit wie ein Baumstamm zur Seite. Zack. Und schon bin ich oben drauf und habe selber den Reiterhaltegriff. Also noch einmal. Der hat den Reiterhaltegriff bei mir. Ja, hat einen Arm unter dem Kopf. So, da hat er keine Stütze.
Jetzt, was ich mache, ich muss hier meine Beine durchschieben, dass ich ihn so ganz umklammern kann mit meinem Bein. Hierüber wäre es nicht so klug, weil da stützt er sich ab, seht ihr? Da stützt er sich ab mit der Hand. Kann er sich abstützen. Da kann ich schwer hindrehen. Sondern ich drehe dahin, wo der Arm und Kopf ist, mache meine Beine lang. Wir liegen beide wie ein Baumstamm da und jetzt rollen wir hier auf die Seite wie zwei Baumstämme. Okay? So, jetzt machen wir nur 30 Sekunden. Machen wir nicht so lange. Und los geht's. Also, der hat euch hier im Reiterhaltegriff. Ich zeige es mal zu der Seite. So. Der hat mich hier im Reiterhaltegriff. Jetzt arbeite ich hier meine Beine hier drunter. Klammer ihn. Ich habe seinen ganzen Körper geklammert. Und jetzt mache ich meine Beine lang und roll auf die Seite, wo keine Stütze ist. Der Arm ist unter meinem Kopf, der kann euch nicht stützen. Rolle ich hier wie ein Baumstamm rüber und halte ihn gleich fest. Ihr könnt die Arme ruhig da unten lassen. Das ist auch wie ein Reiterhaltegriff, zählt auch dazu. Das, was ich versucht habe, euch vorher zu erklären, egal wie die Hände sind, wenn ihr oben drauf liegt, seid ihr immer im Haltegriff. Ja? Ja, noch einmal. Letztes Mal. Balle. Lang und kicken. Dann kurz das Ding. Okay. Das zweite, was wir jetzt machen, ist die Wippe. Wie die Wippe, wie der Name schon sagt, ihr wippt euch nach oben. Das machen wir am besten aus dem Kreuzhaltegriff raus. Das heißt, der hat mich in einem Kreuzhaltegriff. Ja. So hat er mich fest. Ja, mit Brust auf Brust, hat meinen Arm umarmt. So, ich umarme ihn auch. Jetzt hole ich Schwung mit meinen Beinen und wippe so nach oben. Ab. Oh, der geht und drückt mich nochmal zurück. Ab. Und dann habe ich ihn auch im Kreuzhaltegriff. Ich zeige es mal so rüber. Also, der hat mich im Kreuzhaltegriff, hat meinen Arm hier umarmt. Ja, ich umarme ihn auch. Hol Schwung mit meinen Beinen. Und jetzt wippe ich hier nach oben. Hopp. Nochmal richtig Schwung holen. Ne? Und dann habe ich. Sag ich mal so rum. Na, so glaube ich, waren wir nicht. Also, hört mich hier. Kreuzhaltegriff. Zum Arm hin. Und jetzt den Beinschwung holen. Hopp. Und ab. Und befreie mich hier. Mit der Wippe. Also Baumstamm rollen und Wippe als Befreiung. Zeit läuft, leg los. Jetzt machen wir eine Minute lang die Wippe. Hier wieder hochwippen. Ist auch ein Grund, warum wir das Schiffchen machen. Ja, da müsst ihr auch hochwippen. Und hier so genauso. Also, Kreuzhaltegriff. Umarmen und Schwung mit den Beinen holen und hochwippen. Hopp. Und normal machen, der stützt sich hier ab mit dem Arm. Wenn mich den Arm weg, vielleicht sogar zack. Und dann kann ich noch besser und schneller rumwinden. Ja, und dann habe ich ihn gleich selber im Kreuzhaltegriff, wenn er es richtig macht. Okay, jeden nur zweimal, dann ist die Zeit rum. Ja, nochmal hochwippen richtig. Schön Schwung holen. Und stopp. Gut. So, das war jetzt die Runde für die Rangeln raufen, Leute. Wir haben zwei Befreiungsarten gemacht. Einmal Baumstammrollen, einmal Wippe. Und wir haben die vier Haltegriffe gemacht. Fernsehhaltegriff, Reiterhaltegriff, Kreuzhaltegriff und Kopf- oder Herzhaltegriff da oben. Ja, ganz, wie ihr euch das merken könnt. Ja? So, jetzt könnt ihr schon ein bisschen Bodenkampf machen.
Wenn ihr jetzt einen richtigen Partner habt, ja, macht es natürlich mehr Spaß als mit einer Puppe. Aber trotzdem könnt ihr, wenn ihr eine Puppe habt oder eine Tasche habt, könnt ihr mit der ein bisschen rumspielen. Nochmal schnell nachdenken, Quizfrage. Wie lange muss ich einen Haltegriff, zum Beispiel den Fernsehhaltegriff, halten, bis ich gewonnen habe? Letzte Woche habe ich schon gesagt, wie lange? Kommt. Genau 20 Sekunden. Das heißt, wenn ihr ihn habt, könnt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf 20 zählen. Und bei 20 seid, habt ihr den Kampf gewonnen. Ja? Der Hund hat natürlich genauso 20 Sekunden Zeit, sich zu befreien. Mit einer Wippe, mit Baumstammrollen. Ja, gibt auch noch ganz viele andere Befreiungen. Aber es sind mal die zwei Befreiungen, die für euch mal wichtig sind, die so eine Grundlage sind. So, jetzt könnt ihr natürlich wieder mit eurer Puppe kämpfen, so wie wir es letzte Woche auch gemacht haben. Ihr kniet euch gegenüber. Jetzt gebe ich euch noch einen kleinen Tipp zum Kämpfen. Kniet euch gegenüber mit der Puppe. Ja, und jetzt drückt ihr mal die Puppe nicht immer nach hinten, sondern ihr packt die mal hier um den Kopf und dann drückt ihr die mal zur Seite. Bam! Und dann habt ihr gleich den Fernsehhaltegriff, könnt ihr euch festhalten. Oh, jetzt mit diesem Befreien mit einer Wippe. Hopp! Hopp! Oh Mist, die hat sich befreit, dann kriege ich in einem Kreuzhaltegriff. Oh, doof! Dann versuche ich mich zu befreien. Oh, die stützt sich ab, Mist! Jetzt macht sie den Affenhaltegriff. Genau, jetzt mache ich das Baumstammrollen. Oh, ich muss die Stütze wegmachen hier. Da ist die Stütze, Beine lang. Und jetzt rolle ich hier auf die Seite. Und dann selber den Reinhaltegriff. So könnt ihr jetzt immer euer Bodenkampf mit eurer Puppe oder auch mit einer Tasche oder mit einem Rucksack aussehen. Umso länger, umso größer die Tasche und der Rucksack, umso besser ist natürlich, umso echter ist das so ein bisschen. Ja? Okay, das war's für heute. Wir kommen noch zu unseren Abschlussübungen, die kennt ihr schon alle. Nochmal schnell durchmachen. Beine lang. Zehen nach vorne, Hände vorne an die Zehen. Wer es kann, drückt die so hoch, dass die Fersen weg vom Boden sind. Und schön halten oben. Gut. Nächste Übung. Fuß unten zusammen. Und wir drücken die Knie nach unten. Nächste Übung. Bienenstachel, so heißt es im Kindergarten. Bein lang, richtig aufs Knie drücken, dass es lang ist. Denkt immer dran an euch. Wenn ihr was nicht seht, könnt ihr das Video immer wieder angucken. Wenn ihr nochmal was wiederholen müsst, Bein reinholen, Fuß an die Brust. Oder ihr guckt heute nur einen Teil bis zur Fallschule an. Morgen macht ihr das Rang und Raufen weiter, so wie ihr es könnt. Das ist der Vorteil am Video. Gut, Stinkefuß. Und Bein lang. Fuß an die Brust. Stinkefuß. Und wir kippen nach hinten. In den Kopf mit den Zehen den Boden berühren. Schön noch ein bisschen hinten bleiben. Zählt so auf 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wieder gucken. Hände zusammen in den Kopf, Kinn auf die Brust. Und zum Schluss die Gefangenenübung. Hände in den Rücken, so verschränken, den Bauch legen und wir stehen ohne Hände auf. Ich habe euch gefangen, gefesselt, ihr könnt eure Hände nicht benutzen. So, Hände sind immer noch gefesselt, über den Popo, hinten runter, Beine durch, um den Zähnen eure Fesseln aufmachen. Und ihr seid befreit. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich freue mich, euch
nächste Woche wieder zu sehen. Hoffentlich sehe ich euch wieder alle. Macht die ganzen Videos mal durch. Wir haben jetzt 9 Videos für euch für die Fallschule Rangelraufen-Gruppe. Könnt ihr mal wieder das erste Mal durchmachen. Ihr könnt jetzt, wenn ihr Bock habt, jeden Tag trainieren. Dann werdet ihr stärker und kommt aus diesen Zwangsferien, die ihr habt, stärker raus, als dass ihr reingegangen seid. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Euer Roman. Tschüss, ciao. Bye, bye.